einerseits. Zweier brennt auch schon relativ gut. Da möchte ich auch gleich mal Herrn Hirschbeck begrüßen als ersten Bürgermeister. Dann möchte ich den Zirkler Markus begrüßen vom Bauernverband. Und später kommt dann noch Döbler Jasmin, die ist noch ein wenig im, ja, verhindert, weil die hockt noch im Stall. Okay, warum wir da sind, ich glaube, das weiß jetzt bald einmal jeder. Wir sind schon auf sämtliche Demos gefahren. Und zwar, weil jeder jetzt bald die Schnauze voll hat, was unsere Regierung da betreibt. Und jetzt wollen wir uns endlich mal ein Zeichen setzen. Und jetzt sind wir sämtliche Demos schon gefahren. Jetzt haben wir in Neuburg schon eine Demo gehabt, der Grausi. Da wollen wir uns zwar ein wenig mit den Zahlen noch was an Fahrzeuge oder Leute kommen, ein wenig verschätzt haben grob, aber war ziemlich cool. Und ja, jetzt haben wir gesagt, jetzt werden wir fast einmal doch nochmal eine Mahnfeier machen, weil ringsherum, wir waren eigentlich Oberstimmen, ein wenig was geplant gewesen, aber dann haben wir gesagt, nein, wir machen bei uns was da, weil dann geht es ja auch um unsere Gemeinde und jeder jammert bei uns ja auch. Und jetzt haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir es halt bei uns da. Stellen wir selber was auf die Fiers. Und wie gesagt, mir geht es halt darum, dass man jetzt einmal, Albert, wenn jetzt halt einer Fragen hat oder sonst was, geht es auf uns zu, auf die Bauern, es sind jetzt genügend da. Lasst euch ein wenig das erklären, redet miteinander, dass wir zusammenhalten. Und das ist ganz wichtig, was wir momentan halt haben. Und ja, und jetzt würde ich den Herrn Hirschbeck einmal bitten, dass der nochmal raufkommt und ein paar Worte sagt, weil der hat halt noch einen Termin, der muss dann noch weiter. Ja, sehr geehrte Teilnehmer, anwesende Gäste, herzliches Grüß Gott hier in Rennertshofen, in Ransdorf, wie man bei uns schon sehr sagt. Auf dem Veranstaltungsflyer, Alex, da haben wir draufstehen, wir treffen uns, um den Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken. Und es ist wahnsinnig toll, dass so viele dem Aufruf gefolgt sind und somit diese Zusammenhalt in der Bevölkerung zeigen und den Unmut der Menschen über die derzeitige Bundespolitik sichtbar macht. Es ist wichtig, dass wir alle zusammen sagen, es reicht. Und da geht es vielen Teilnehmerinnen heute und Teilnehmern gar nicht mehr um den Abbau von Steuervergünstigungen in der Landwirtschaft. Und das sieht man an den bundesweiten Protesten. Die Landwirte werden begleitet von Spediteuren, Gastronomen und Handwerkern. Das sind alles Menschen, die ihr täglich Brot mit harter Arbeit verdienen, die jeden Tag in der Früh und abends im Stall stehen, in der Bäckerei oder am Bau oder auf der Straße zur Auslieferung von zum Beispiel Lebensmitteln sind. Das sind alles Leute aus dem Mittelstand, der die Basis der deutschen Wirtschaftskraft ist. Sie alle haben kein Vertrauen mehr in die derzeitige Bundesregierung. Es ist kein Verlass mehr auf politische Entscheidungen und deshalb keine Planungssicherheit gegeben. In der Bundesrepublik wird zurzeit Politik gemacht, die an den Menschen vorbeigeht. Darum seid ihr, darum sind wir heute hier, um zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Deshalb protestiert weiter, seid laut, aber mit Niveau. Meine Bitte an euch alle, demonstriert, diskutiert und debattiert mit Respekt gegenüber dem anderen. Auch wenn die derzeitige Situation uns alle unzufrieden macht, sollten wir uns nicht dazu verleiten lassen, mit Spott, Häme und Beleidigungen die Grenzen einer friedlichen Diskussionskultur zu überschreiten. Populismus schürt nur noch mehr Wut und Ausgrenzung und gibt den rechten Randparteien Raum für Hetze und Radikalismus. Ich wünsche einen friedlichen Verlauf der Versammlung und bin schon gespannt,
was die nachfolgenden Redner berichten können. Herzlichen Dank. Den einen oder anderen noch bedanken, die wo heute oder bis jetzt auch immer das möglich gemacht haben. Sei es Demo, so wie jetzt heute. Und jetzt als erstes bedanke ich mich, jetzt fangen wir mal mit der Elektrik an und Lautsprecher und Licht bei Mario. Vieles recht herzliches Dankeschön erst einmal. Dann will ich mich bei den ganzen Leuten bedanken, die wo wir jetzt heute auch und die letzten Wochen immer unterstützt haben. Egal, sei es bei Rat, Tat, wie machen wir das, was machen wir als nächstes, wie gehen wir das als nächstes an. Ja, ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Ich glaube, ihr wisst, wer alles geworden ist. Und dann, was ich jetzt noch sagen wollte, das hat der Herr Hirschberg auch schon gesagt, mit den Diskussionen und alles, es war nicht immer bis jetzt auch schon einfach, wo wir schon alles ein wenig unterwegs waren. Es ist auch auf sämtliche Plattformen, wird immer nur über uns geschimpft, man kann mit denen immer nur diskutieren, aber auf Plattformen, da können die immer nur schimpfen, aber wenn man mal gegenübersteht, da werden die dann immer relativ ganz schnell ruhig und das finde ich eigentlich immer relativ schade, wo man dann eigentlich sagt, jetzt sind wir auf euch gegangen und dann redet ihr nicht mehr und das finde ich halt echt schade und deswegen sind wir jetzt heute auch da und ich sage jetzt nur mal, bitte redet mit uns, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas nicht versteht, es kommt jetzt später dann auch noch mit Jasmina. Und ihr erklärt euch dann auch noch mit das eine oder andere. Und ja, jetzt ratscht man noch ein bisschen und dann soll dann der Zirkler dann noch raufkommen. Danke. Jetzt wollte ich bloß noch mal schnell Bescheid geben. Jetzt gibt es auch mittlerweile auch was zum Essen. Also wenn jemand will, es gibt Würstlern. Einfach zu lange. Ist alles auf Spendenbasis. Wir haben eine Boxfahrt anstanden. Also, wenn einer eine Spende machen will, darf er gerne machen. Dankeschön. Bin ich jetzt online, oder? Sehr gut, Dankeschön fürs Freischalten. Grüßt euch miteinander. So, jetzt ein bisschen blöd, weil es so weit weg steht, aber ich kann euch verstehen, weil es dahinter ein bisschen wärmer ist wie da. Mich freut es, dass ich da heute ein paar Worte sagen darf. Der Alex hat zu mir gesagt, sagt halt über Allgemeinheit was. Ich darf jetzt einmal sagen, erst einmal Respekt für euch alle, dass ihr jetzt schon seit 8.1. immer wieder darauf aufmerksam macht, dass bei uns eigentlich irgendwas in Deutschland schief läuft. Dass ihr immer wieder mit auf die Straßen geht, dass ihr immer wieder mit dabei seid, da kann kurzfristig irgendwas sein, so wie letztes Mal in Neuburg, das heißt, um 3 wir demonstrieren, dann heißt es zwischen 20 und 80 Traktoren und dann sind knappe 300 da. Also voller Respekt, dass ihr so hinter eurer Berufsgruppe steht. Da möchte ich noch was sagen zu denen, die wo keine Landwirte sind. Warum streiken wir eigentlich? Es geht hier schon lange nicht mehr nur um einen Agrardiesel. Der Agrardiesel ist zwar jetzt der Tropfen gewesen, was alles zum Überlaufen gebracht hat, aber im Endeffekt geht es ja schon die letzten Jahre ja so, sie haben uns ein faules Ei nach dem anderen reingelegt. Ob das jetzt die Düngeverordnung ist wegen Nitrat, ob das jetzt wegen Pflanzenschutz was gestrichen wird, ob das jetzt wegen Tierwohl ist, wegen Umbau, überall wird uns bloß was reingedruckt. Und so geht es weiter. Es wird uns bei der Sozialversicherung, bei der Berufsgenossenschaft, überall wird nur Gelder gestrichen und der Bauer hat bis jetzt immer nur geschluckt. Und da haben sie ihr Corona noch ausgenutzt, dass wir ja auch nichts sagen können und dass wir ruhig bleiben. Mittlerweile hat sich das ein wenig geändert, wir können auf die Straße gehen und wir sind froh, dass wir auf die Straße gehen können, dass wir unser Unmut zeigen können. Und für das kämpfen wir Bauern. Und wir Bauern sind nicht nur allein da zum Kämpfen. Darum bin ich auch froh, dass Transport mit eingestiegen ist, dass viele Berufsgruppen mit eingestiegen sind. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass wir erstens durchhalten und zweitens, dass die Bevölkerung jetzt einmal mit rausgeht, richtig mit rausgeht, nicht bloß neben uns steht und Damen hochzeigt oder was weiß ich, sondern einmal mit dabei ist, einmal so ein Chor so mitmacht, sie einmal mit uns steht und mitmacht. Weil allein schaffen wir das nicht alles, weil wir haben noch einen langen Weg vor uns, so wie ich das sehe. Das geht nicht von heute auf morgen, wir müssen durchhalten. Weil wie man jetzt schon sieht, schalten sie ein bisschen auf stur und möchten uns rauszögern bis März,
bis zur Sommerpause, bis wieder alles einschläft, wo wir Bauern keine Zeit mehr haben, da wo wir dann auf den Acker draußen sind, wo wir unsere Ernte reinholen müssen, da wo wir schauen müssen, dass wir unsere Bevölkerung ernähren können. Und dann war es halt recht, wenn die Bevölkerung nachher da war, wenn wir nicht mehr die Zeit hätten, dass auch nachher die dafür einstehen. Und wie gesagt, das ist immer ein Miteinander, und das habe ich jetzt in letzter Zeit erlebt, das Miteinander wird immer besser. Mir gefällt das ganz gut, dass wir alle zusammenhalten, und mit dem Miteinander können wir auch was erreichen. Aber man muss halt auch immer sagen, Leute, bleibt gesittet, fällt nicht aus, dass nicht irgendwas machen, was zum Schluss riesen Ärger gibt. Weil das kann uns recht schnell zur Rückkopplung kommen, und wir stehen dann wieder Deppen da, und dann haben wir die Rückhalt von der Bevölkerung verloren und von alle. Und nachher, und das ist das, was die Regierung momentan mag, dass ein Keil zwischen uns treiben mit den Tierwohl-Soli und mit dem ganzen Schmarrn. Darum sage ich, Leute, halt's durch. Wir schaffen das. Ob wir den Agrardiesel wieder wegbringen, da bin ich mir nicht sicher, aber man wird andere Wege finden müssen, dass wir mit der Landwirtschaft auch unsere Jugend wieder eine Zukunft geben können. Und für das stehe ich da und für das mag ich kämpfen, und ich hoffe, das möchtet ihr auch alle. Drum genießt den Abend ein bisschen, feiert ein bisschen und jetzt diskutieren. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt die Landwirte, die erklären es euch dann schon. Also, macht es gut, einen schönen Abend noch, servus. Also Markus, danke erst einmal für deine Worte, war jetzt echt super. Ja, wie gesagt, er hat es ja gesagt, ihr habt vorhin auch noch mal gesagt, redet mit uns, wir erklären euch das. Und ja, und als nächstes darf ich jetzt natürlich gleich erstmal raufbitten. Ja, hallo zusammen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich heute vor euch sprechen darf. Ich möchte es kurz und bündig machen, ich stehe heute nicht als Landwirt hier auf der Bühne, weil ich selber bin kein Landwirt, ich bin eingeheiratet, hatte bis vor 8 Jahren mit der Landwirtschaft gar nichts zu tun. Deswegen stehe ich heute hier als Verbraucher, und ich möchte euch nur eins sagen, wie es der Kollege gerade schon gesagt hat, der Agrardiesel, die Kennzeichen, die haben das fast zum Überlaufen gebracht. Und es ist einfach de facto so, es sind nur so viele Punkte, die uns alle betreffen. Das darf man nicht vergessen. Wir Landwirte, wir sind in allererster Linie Verbraucher. Wir sind Menschen. Und das müssen wir uns unbedingt im Hinterkopf behalten. Es betrifft uns mit den Spritpreisen. Es betrifft uns mit dem Heizungsgesetz. Es betrifft uns mit den Renten. Es betrifft die Verbraucher, die Leute, die arbeiten gehen, alle dahingehend, dass sich Arbeiten aktuell gar nicht mehr lohnt, sind wir doch ehrlich. Es ist doch so, dass die Leute Bürgergeld, die Bürgergeld beziehen, teilweise mehr Geld am Ende des Monats haben, wie einer, der jeden Monat seine 40 Stunden in der Woche runterreißt. Und das ist ein Punkt, wo ich einfach sage, das geht nicht mehr. Und zum Thema Soli, Bauernsoli, wie es jetzt gestern in den Medien kommen ist. Mir ist die Hutschnur aufgegangen, als ich im Auto gesessen bin. Also ich konnte es nicht glauben, dass sie die Kamelle jetzt rausholen. Weil das Einzige, was sie damit machen, ist, dass sie einen Keil zwischen die Landwirte in und für sich treiben und einen Keil zwischen die Leute. Weil das Einzige, was den Leuten jetzt wieder im Kopf bleibt, ist, jetzt müssen wir wieder mehr Steuern zahlen für die Bauern. Nein, auch die Bauern müssen diesen Soli bezahlen. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Denn wer bekommt diesen Soli? Also effektiv kriegt ihn keiner, weil wir kennen es alle, das Geld verschwindet irgendwo im Nirvana. Und am Ende des Tages heißt zwar, der Bauer kriegt den Soli, kriegt ihn oder nicht. Und die Bevölkerung denkt sich, ja super, jetzt müssen wir wegen denen wieder mehr Geld zahlen. Nein, Punkt 1, wir wollen diesen Soli nicht. Wir wollen das alles nicht. Wir wollen eine vernünftige Regierung, die wieder zum Wohle ihres Volkes entscheidet und nicht so einen Schmarrn fabriziert, den sie aktuell machen. Die sollen erstmal nach ihre eigenen Leute gucken. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt aktuell so stark sind. Wir haben die Lkw-Fahrer hinter uns, wir haben das Handwerk hinter uns, wir haben die Leute hinter uns. Und das müssen wir uns im Kopf behalten. Ohne diese Leute, die jetzt mit uns auf die Straße gehen, wären wir nicht so stark, wie wir es jetzt sind. Wir haben 2019 mit dem Demonstrieren angefangen. Da ging es um rote und grüne Gebiete, um die Düngeverordnung. Was ist passiert? Die Leute da draußen haben gesagt, ja, was wollen es die Bauern? Die haben es nicht verstanden. Aber jetzt
sind wir an dem Punkt, wo es uns alle trifft. Und den müssen wir uns erhalten. Wir brauchen die Bevölkerung da draußen, wir brauchen die Menschen. Und deswegen klärt es die Leute auf, dass wir am Ende des Tages alle Menschen sind. Wir sind nicht nur Landwirte. Landwirt ist eine Berufsgruppe. Wir sind Menschen und wir müssen zusammenhalten. Und wir müssen dieser Regierung jetzt endlich einmal zeigen, dass es so, wie sie es mit uns aktuell betreiben, nicht mehr machen können. Deswegen meine große Bitte, haltet es weiterhin zusammen, lasst es euch nicht spalten. Weil das ist das, was sie jetzt versuchen. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen stark bleiben und wir müssen weiterhin Gas geben. Lasst es nicht einschlafen, denn so wie er jetzt dasteht, nur dank euch sind wir so stark. Und deswegen bitte, bleibt stark, haltet zusammen und in diesem Sinne vielen herzlichen Dank für euer Kommen und dass ihr das heute auf Füße gestellt habt. Also Jasmina, vielen lieben Dank, dass jetzt du heute auch da warst, dass du geredet hast, hat nicht einmal Überredungskünste kosten müssen. Wie gesagt, wir bleiben jetzt auch wieder mehrere im Kontakt, dass wir auch, wie gesagt, was Schwaben, Oberbayern und alles angeht, dass wir da auch zusammenhelfen. Und ja, jetzt sind gerade die Oberländer auch noch gekommen, die sind jetzt einmal alle mit dem Stall fertig geworden. Und jetzt wünsche ich euch auch noch einen schönen Obert. Und wie gesagt, zusammenhalten.